Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zuseht. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Aroma-Review. Und zwar habe ich bei einem YouTuber, den ich auch schätze für seine Art, wie er das macht, dieses Liquid gesehen. Liquid und vorher wahrscheinlich Aroma Holy Coffee. Also erstmal Kaffeearomen. Gottes Willen, was habe ich da schon alles gehabt? Ein Graus vom Herrn. Entweder waren sie brandig oder bitter oder haben überhaupt nicht nach Kaffee geschmeckt oder. Ich habe mich selbst damals schon gefragt, für mich, vielleicht sollte man Kaffee mit ein paar Sachen kombinieren. Und das haben ja jetzt auch sehr viele getan. Ich glaube, diese Angel Flavors kommen doch von Egoist, oder? Ist das nicht das Egoist-Aroma? Ich weiß es nicht genau. Ist mir aber auch egal. Du bekommst für, und jetzt haltet euch fest, 16 fucking Euro, 15 und ein paar kaputte, 20 Milliliter Liquid und diese 120 Milliliter Pulle. Dann soll man natürlich diese 20 Milliliter Aroma nehmen, kippt 100 Milliliter Base drauf in deiner Stärke, wie du es willst, und hast dann, sage ich jetzt mal, für 16,50 120 ml. Dann ist natürlich alles wieder gut, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ich meine, das ist unter 1,60 Euro für 10 Milliliter. Da kann man nichts sagen, auch wenn man erstmal einen Schreck kriegt, dass man für 20 Milliliter Aroma und eine scheiß Plastikflasche fast 16 Euro bezahlt und Versand kommt ja auch noch dazu. Okay, aber man rechnet um, denkt sich dann, ey, dann habe ich 120 Milliliter Liquid, so wie es aussieht, recht leckeres Liquid. Komm, das tue ich mir mal an. Und lange Rede, kurzer Sinn, hier ist es. Angemischt ist das Ganze mit der PJ Empire Base. Ich glaube vor 2 Wochen oder sogar 16 Tagen. Und es roch schon gleich super beim, nachdem es angemischt ist. Also der Geruch dieses fertigen Liquids und auch die Farbe ist erstmal ein Traum. Du riechst eine wunderbar tolle Teigvanille. Wirklich, eine wunderbar tolle Teigvanille. So schon fast eine Kastard-Teigvanille. Die einfach nur auch so riecht. Ja, du willst es dir direkt wegballern. Der Geschmackstest. Es gibt keinen besseren Cappuccino Latte als dieser Geschmack. Ein wenig Karamell, etwas Vanille, dieser tolle Cappuccino Kaffee und das Ganze abgerundet, ganz weich und cremig und einfach nur toll. Und deshalb drippen wir das Ganze jetzt mal hier in meinen alten Stellar-Nachbau.
Und klar, habe ich es schon eher probiert. Ich habe es ja auch schon einmal in einem Video gesagt. Nach einer Woche hat dieses Liquid, wie es eben so ist, brandig geschmeckt. Nach brandigem Kaffee. Ja, lecker. Alle anderen zusätzlichen Nuancen richtig lecker. Aber der Kaffee war brandig. Und ich hoffe einfach so, dass jetzt das Ganze sich etwas gelegt hat. Wir haben jetzt hier 0,31 Ohm mit 35 Watt und ab geht er. Da muss mehr Power drauf. Bei Open Draw 42 Watt. Und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Also jetzt nach diesen zwei Wochen ist das einfach nur fantastisch. Tatsächlich. Leider habe ich bei einem anderen Zuseher gelesen, dass es bei ihm nach zwei Wochen nicht besser wurde. Er hat sich schon gewundert und gefragt, ob nur er so das schmeckt. Natürlich kann ich auch nicht beurteilen, in was für einer Base, in welchem Mischverhältnis, jeder hat da ja seine Vorlieben. Und ich habe ihm recht gegeben, nach einer Woche. Ich muss mehr Power da drauf machen. 48 Watt. Fantastisch. Keine Spur brandig, gar nichts mehr. Einfach eine tolle, ja, Kaffee-Karamell-Latte-Cappuccino-Creme-Teig-Vanille-Mischung. Fantastisch. Ganz klares Kaffee-Liquid noch. Das schmeckst du hier und zwar richtig gut. Das ist das Schöne. Doch die ganzen Zutaten, die hier noch mit dazugegeben wurden, bringt das rund, macht es rund, richtig, richtig rund. Und ich muss tatsächlich mehr Power drauf geben. 54, was ist mit mir denn los? Herrlich. Das ist richtig geil. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach zwei Wochen in einem Tankverdampfer schmeckt. Ich muss sagen, hier in dem Tröpfler, bei über 50 Watt, was für mich ja nicht normal ist, ist das ein Traum. Ich kann also verstehen, wenn jemand dieses Liquid All Day dampft. Kann ich voll verstehen, weil es einfach nur toll schmeckt. Wirklich, es ist jetzt nach über zwei Wochen eine runde Sache geworden. Eine richtig tolle, runde Sache, die dir, wenn du den Kaffee magst, das muss dir klar sein, du musst wirklich Kaffee mögen. Und zwar nicht schwarzen Kaffee. Du musst dir klar machen, dass du hier lauter andere Geschmacksnuancen mit dabei bekommst. Von Vanille bis Karamell und leichte Milchteignoten. Dies Ganze macht das und das natürlich einen ganz tollen Kaffee, macht das richtig rund und weich und lecker. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich, wirklich gut geworden. Du musst ihm aber natürlich auch definitiv Zeit geben. Du brauchst hier nicht nach einer Woche loslegen. Vielleicht schmeckt es euch nach einer Woche.
Kann ja auch sein. Okay, perfekt. Manche werden es shaken und vapen. Wunderbar. Freut euch drüber, wenn es klappt. Bei mir musste es tatsächlich jetzt 2 Wochen stehen. Ich habe mir fest vorgenommen, wenn es heute nicht meinen Geschmack trifft, gebe ich es ab. Wird nicht passieren. Schmeckt einfach klasse. Ich hoffe, dass die Sachen, die ich mir da ausgesucht habe, kommen werden. Bezahlt ist es, aber ihr wisst ja, wie das immer so ist. Tatsächlich kommt nochmal ein DNA-Mod hier rein, ein DNA-60-Mod. Das ist vielleicht sogar einer, den ich behalten will. Ich hatte ihn schon mal, nur jetzt habe ich ihn in einer anderen Farbe und aus einer anderen Oberfläche. Und ja, es kommt der Ripped Rivers Pharao Mini, kommt wahrscheinlich nicht mein Ding, aber ich wollte ihn einfach zeigen, weil der große Pharao hat mich überhaupt nicht angesprochen. Kein Meter, hässlich, unförmig, und zum Glück habe ich ihn mir nicht gekauft. Ganz, ganz viele haben mir erzählt, nach dem ersten Hype war dieses Gerät fast wie der Dripper von RIP. Ja, er war dann nicht, hat nicht das gegeben, was man sich erhofft hatte. Mein Akku ist fast alle. Ich wechsle gerade, dann laber ich noch ein bisschen. So, und da bin ich wieder, alles wieder am Start. Also, mit dem Tröpfler und diesem RIP Trippers Hype der ersten Stunde. Ich bin froh, dass ich da nicht mitgegangen bin. Bei dem Mini jetzt habe ich tatsächlich das Gefühl, auch, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder einen Schluck auf, dass sich da was verändert hat, und deshalb habe ich ihn mir auch bestellt. Der Zeus RTA ist auf dem Weg. Ja, lasst euch einfach überraschen. Es ist noch einiges auf dem Weg, und wir haben ja tatsächlich auch noch von der Messe 2 Sachen. Das, oder wo, wann habe ich das geholt? Weiß ich gar nicht. Das Cookie Gabom, Cookie Labom, oder wie heißt das? Cream Queen Cookie da Bomb, genau, kommt noch. Und das ist von der Messe, das Wapies Vapers Valley Banana Nut Bread. Ja, die beiden werde ich euch noch vorstellen. Das waren Aromen, jetzt sind es Liquids. Und ja, alles Mögliche kommt noch. Ich werde die Tage, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wollt, weil ich habe ja auch noch hier diese Liquids, einige von, ich habe wieder viel zu viel Zeug. Und ich werde es im Leben nicht alle dampfen können. Ich will euch auch nicht hier, komm hier, nehmt meine Reste. Ja. Kennt ihr den Spruch? O König, das Volk hat kein Brot. Da sagt der König, dann soll es Kuchen essen. Ja, so soll das nicht klingen, glaubt mir bitte. Nur, ich möchte es auch nicht wegschmeißen. Also werde ich die nächsten Tage, wenn ich die Sachen vorgestellt habe und das, was ich behalten will, wie zum Beispiel dieses Holy Coffee, das werde ich dann natürlich behalten, und alles andere wird dann einmal in einem gesammelten Paket, was weiß ich, wie viel 100 Milliliter das sind, kann dann jemand bekommen. Ja, Versand zahlt er, ich will da sonst kein Geld mehr für. Ich glaube, schon alleine wegen den Flaschen macht das Sinn. Wir schauen mal, ich habe so viel Zeug auch hier noch, Aromen, weil die werden ja auch irgendwann mal schlecht. Was soll ich das hier behalten? Und ich will da auch kein Geld für haben. Ja, ich gebe das weiter, und ich hoffe, jemand hat Spaß dran. Ansonsten werde ich jetzt mal, weil ich habe ja einen neuen Shop gefunden, einen neuen Shop in Fernost. Da habe ich mir auch den Zeus RTA bestellt. Und habe mich mit denen ein bisschen unterhalten, und weil die auch neu am Markt sind, haben die tatsächlich gefragt,
ob ich nicht ein paar Gutscheincodes haben will. Ja? Ich habe das abgelehnt, weil wir dürfen keine Werbung machen. Aber, was soll das denn? Ich habe trotzdem welche gekriegt. Ich habe schon einen auf Facebook veröffentlicht. Und jetzt werde ich euch, wie in meinen Videos letztens versprochen, werde ich euch einen Gutscheincode oder zwei nennen. Der Link ist dann unten in dem, Kommentaren. Ich schreibe das nicht auf, ihr müsst euch das dann merken. Es gibt zum Beispiel einen Syrian Squonker, ne? Ich weiß nicht, ob das dann wirklich günstig ist, wenn man einfach alles groß geschrieben ESLVT nimmt. Oder dann gibt es auch noch so ein Wismec Sinus Starter Kit. Und ich kann dir auch nicht wirklich sagen, ob das dann billiger wird oder nicht, wenn man ESSW nimmt. Muss man einfach mal schauen. Ich freue mich für euch, wenn das irgendwas bringt. Ich kann es euch nicht sagen. Probiert es einfach mal aus. Und ja, das war's auch schon wieder. Das Wichtigste aber überhaupt ist, vape safe und vape on. Bye.